Du wachst wieder mit den gleichen Kopfschmerzen in deinem Bett auf, die du vor 2 Tagen schon hattest, nur dass du dachtest, es wird das letzte Mal, du tust dir nie mehr wieder sowas an. Doch die Nacht war lang, wo fang es am besten an? War das erste Bier an einem schuld oder war es der Club, in dem du 2 Stunden später gelandet bist? Ist eigentlich egal, denn es ist wie es ist. Du hattest Bock auf Saufen. Du hattest Bock auf Saufen. Du hattest Bock, dein Gehirn in die Ecke zu stellen und ordentlich gegenzutreten. Du wüsstest gerne, wo das Verlangen danach herkommt. Mal ist es da, mal ist es weg, mal hat es einen Grund, wie jemand, den du kennst, feiert Geburtstag. Oder es liegt einfach daran, dass du starken Durst hast. Es gibt zu viele Gründe für dich zu trinken, mindestens genauso viele wie nicht zu trinken. Also lässt du dich immer wieder fallen und vergisst, dass der nächste Tag auf jeden Fall scheiße ist. Es tut so weh, denn in dein Kopf ist nur noch ein Loch, ein Riesenloch. Oh, es tut so weh, denn in dein Kopf ist nur noch ein Loch, ein Riesenloch. Oh, der erste Versuch, dich zu bewegen, tut gar nicht gut. Gut, dass du liegst und nicht stehst und nicht sitzt und nicht gehst und nicht hüpfst, nicht ein einziges Stück. Du weißt nicht, womit hast du das verdient. Du kriegst das Bad an diesem Tag. Reicht einmal Zähne putzen bei Weitem nicht aus. Was in deinem Magen drin ist, das will eigentlich raus. Du kaust auf den Toast rum, suchst ein bisschen Trost und rufst deshalb alle deine Freunde an. Alle deine Freunde haben den gleichen Gestank aus dem Mund und den gleichen Druck auf dem Kopf. Alle sind voll gestopft mit Aspirin und Paracetamol und hängen in der Wohnung in der dunkelsten Ecke mit bleichen Gesichtern. Draußen scheint die Sonne und die Vögelein zwitschern. Es tut so weh, denn in dein Kopf ist nur noch ein Loch, ein Riesenloch. Oh, es tut so weh, denn in dein Kopf ist nur noch ein Loch, ein Riesenloch. Oh, du willst kein Mitleid, bitte, hab kein Mitleid, bitte. Du setzt die Sonnenbrille auf und vermeidest Blicke. Das ist das beste Mittel, um den Tag ohne Probleme zu überstehen. Am besten niemand über den Weg gehen und schnell zurück ins Bettchen und wieder zudecken und hoffen, dass ein neuer Tag beginnt, an dem du dich wieder wie ein Mensch fühlen kannst. Du findest es scheiße, dass du dich heute überhaupt nicht rühren kannst, denn jede Bewegung tut so weh wie ein Hammerschlag auf dem Kopf. Es wäre so schön, wenn du einfach einschlafen könntest, aber glaube nicht, dass dir dieses Glück gegönnt ist. Du liegst die Nacht wach, schwitzt unter Schmerzen wie eine alte Oma mit dem Herzen. Aber du weißt genauso gut wie ich, es war nicht das letzte Mal, denn Gründe gibt es genug,